Hallo, Bastian hier. Also ich wollte eigentlich keinen Vlog mehr über die Schule machen. Und das fällt mir von Tag zu Tag schwerer, mich davon abzuhalten. Je mehr ich da mitbekomme, mein Sohn ist jetzt knapp ein Jahr in der Schule und es ist für mich erschreckend zu sehen, wie wenig sich doch tatsächlich verändert hat in den Schulen. Ja? Und wie wenig die Schulen tatsächlich mitgehen mit der Entwicklung der Zeit, auch mit den Erkenntnissen, nicht nur der Wissenschaft, sondern auch den Erkenntnissen einer ja, sich angeblich entwickelnden und wachsenden Gesellschaft. Ganz vorweg, das soll keine Kritik an Lehrkräften sein. Im Gegenteil, die Lehrkräfte, für die habe ich allergrößtes Verständnis und empfinde ziemlich viel Bedauern, weil die ja auch gefangen sind innerhalb dieser verkrusteten, wirklich verkrusteten Strukturen. Und es ist gar keineswegs so, dass diese Strukturen des schulischen, militärischen, ehemals militärischen Prinzips sich entwickelt hätten oder aufgeweicht worden wären oder an die Erkenntnisse der Neurologie, der Pädagogik, der Sozialwissenschaften und der Philosophie angepasst worden wären. Und viele junge Lehrer, da gehe ich mal ganz stark von aus, sind ja in der heutigen Zeit der weltweiten Verfügbarkeit von Informationen selbst motiviert, etwas anders zu machen und mit den Kindern entsprechend ihren Bedürfnissen umzugehen, sind aber natürlich innerhalb dieser Strukturen gefangen. Sie können ja gar nicht anders arbeiten als mit den althergebrachten Belohnungs- und Bestrafungsmethoden, den Graduierungssystemen, die die Kinder gegeneinander ausspielen, die in den Kindern ein Bewusstseinskonzept von gut, schlechter, ganz schlecht, unfähig, fähig kreieren, das völlig an der Wirklichkeit vorbeigeht, das aber eine künstliche Schablone erzeugt. Ja? Mal ganz abgesehen von diesen verheerenden Folgen eines völlig sinnlosen Testverfahrens, das keinerlei Aussagekraft über Fähigkeiten oder Leistungsfähigkeiten eines Kindes hat, was diese Folgen, die das für das Kind selbst hat, das sich dann später für unfähig hält, bestimmte Dinge zu erledigen, beziehungsweise unfähig in bestimmten ja, Unterrichtsbereichen wie Mathematik zum Beispiel oder Rechtschreibung oder ähnlichem, Grammatik. In allen Bereichen, in denen wir heute Erkenntnisse haben, wie man tatsächlich etwas lernt, wie man etwas fürs Leben lernt auch, wie etwas hängen bleibt. Ja? Nichts davon ist tatsächlich in den Schulen vorhanden und wird tatsächlich in den Schulen umgesetzt. Geht auch gar nicht anders. Und der Witz bei der ganzen Sache ist ja, dass die Schulen nicht nur, was das Vermitteln von oder das Anleiten von Kindern angeht und das Vermitteln von Wissen angeht, völlig rückständig sind und nicht hinterherkommen, sondern sie kommen ja auch mit den Kapazitäten nicht hinterher, mit den unterschiedlichen Anforderungen, die wir heute haben, an das Integrieren von Kindern, an das, ja, das Erzeugen eines Gemeinschaftsgefühls und ähnliches. Sie sind völlig überfordert. Damit ist ja auch verständlich, ja, ist ja gar nicht umzusetzen, weil erstens die Lehrmittel fehlen, die Gelder fehlen, das Personal fehlt. Andererseits aber gezwungen sind, die Kinder alle zu nehmen. Das heißt, wir sind als Eltern ja gezwungen, unsere Kinder in eine Institution zu schicken. Wir haben ja angeblich die freie Wahl, in welche Schule wir sie schicken. Der Witz ist aber, wir können nicht sagen, wir schicken sie nicht in die Schule, ja, weil die Schule offensichtlich, die Institution offensichtlich nicht in der Lage ist, so wie ich mir das wünsche und vorstelle, für mein Kind mit den Kindern umzugehen. Also es ist keine Kritik an den Lehrkräften, ja, es ist auch keine Kritik an dem Personal der Schule und ähnliches, im Gegenteil. Vollstes Verständnis von meiner Seite für diese Schwierigkeiten. Andererseits muss man sagen, wenn ich die Kinder mit einem System versuche zu erziehen und nichts anderes macht die Schule bildet nicht, die Schule dient einzig und allein dazu, die Kinder zu erziehen und zwar nach bestimmten Prinzipien, nach einer bestimmten Vorstellung von Menschlichkeit, von Gesellschaft, von Leistungsgesellschaft und so weiter, die völlig ad absurdum geführt wurde, schon längst, schon seit Jahren an der Wirklichkeit. Sie erzieht die Kinder. Und das, was an Wissen tatsächlich hängen bleibt, das sind vielleicht Grundlagen wie, dass ich schreiben kann, dass ich lesen kann, dass ich das Einmaleins einigermaßen beherrsche. Und auch da gibt es
große Diskrepanzen zu dem, was ein Kind tatsächlich lernen kann, wenn es frei, spielerisch in seiner Entwicklung, in der Erfahrung seiner Umwelt und vor allen Dingen auch mit dem Willen und der Bereitschaft, Fehler zu machen, ins Leben geht. Ja, wenn ein Kind sich für etwas interessiert, dann dauert das keine Woche, sondern nur ein paar Tage oder manchmal nur ein paar Stunden, bis das Kind diese Sache beherrscht. Ja, nachdem es 3, 4 Mal gescheitert ist und sich jedes Mal selbst Strategien überlegt hat, wie es diesen Fehler vermeiden kann, den es gemacht hat. Ja? Und das bleibt hängen, das sind Dinge, die hängen bleiben, das beobachte ich bei meinem Sohn seit Jahren, diese Entwicklung. Das kann man bei seinem Kind auch beobachten, wenn man eben das Bewusstsein dafür hat und sich die Zeit dafür nimmt und nicht von diesen, die man ja selbst beigebracht hat, diesen verkrusteten Strukturen, dass man ein Kind bestrafen muss, wenn es einen Fehler macht oder beziehungsweise zumindest nicht belohnen darf. Und der Fehler etwas Schlechtes ist, ja, was völlig idiotisch ist, ja, wenn man in der Pädagogik und in der Lernwissenschaft und auch in der Neurologie sich mal informiert und recherchiert, völlig schwachsinnig, ja. Und wir Erwachsenen machen das auch nicht, ja. Wir bestrafen uns selbst auch nicht für Fehler in der Regel, wenn wir etwas Neues lernen, sondern wir überlegen uns Strategien und lernen, wenn wir an etwas Interesse haben, eben durch das Machen von Fehlern, ja. Das ist schon mal die völlig widersinnige, widersprüchliche Methodik in der Schule, die da verfolgt wird. So, ja, warum mache ich jetzt doch wieder einen Vlog über die Schule? Es sind halt so ein paar Sachen, die mir halt auffallen. Ja? Zum Beispiel, wenn ich höre, dass mein Sohn stolz ist auf irgendwas, was er geleistet hat in der Schule, ja, dass er schon viel gearbeitet hat und dass er da das gelernt hat, dass er jenes gelernt hat, ausschneiden, schreiben, malen, was auch immer. Dass er Rätsel lösen kann oder ähnliches, dann erzählt er mir das, dass er das kann. So, da hat das nichts damit zu tun, dass er besser ist als irgendjemand anderes in der Klasse. Ja? Da wird überhaupt nicht kein Wort von ihm drüber verloren. Ja? Das war noch nie so. Das geht erst jetzt los. Und warum geht das los? Wenn man dann nachfragt, dann heißt es zum Beispiel, es werden Listen aufgehangen in der Klasse, wer in diesem Bereich schon wie viel geschafft hat. So. Wir haben ja immer noch irgendwie anscheinend diese Vorstellung, dass Kinder diesen Ansporn brauchen, sich zu messen mit anderen. Völliger Unsinn. Behaupte ich jetzt einfach mal so und da bin ich auch nicht alleine mit. Ich selber habe das nicht recherchiert, sondern für mich ist das in meinem eigenen Bewusstsein, in meiner eigenen Erfahrung des alltäglichen Lebens, auch des Umgangs mit meinem Sohn, völlig klar, hat sich das logisch herauskristallisiert, dass das überhaupt nicht notwendig ist, sich an anderen zu messen. Dieses Messen an anderen ist natürlich ein Prinzip oder ein Motivator, der durchaus seine Legitimation hat und der durchaus auch vorhanden ist unter Menschen, aber in aller Regel in Gruppen von Menschen, die schon einen gewissen Bildungs- und Wissensstand in einem bestimmten Bereich haben. Ja? Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Sportler bin, ich laufe seit Jahren, ich verbessere mich immer weiter und werde immer schneller und kann immer längere Strecken laufen, wie auch immer, dann, wenn ich einen gewissen Stand in diesem Bereich habe, fange ich an, mich mal mit anderen zu vergleichen, zum Beispiel anderen meiner Altersklasse, wie auch immer, und versuche mich zu messen, dann kann ich auch mal an Wettkämpfen teilnehmen. Dann macht mir das Spaß, ja, weil ich weiß, ich kann mich dadurch verbessern. Wenn ich in einem Lernbereich aber noch überhaupt gar keine Erfahrung habe und fange dort erst an, dann ist dieses Vergleichen und Messen mit anderen völlig demotivierend. Ganz logisch, weil ich ja noch gar keine Ahnung habe und ich weiß noch gar nicht, wovon ich rede und warum der andere besser ist. Ich kann mir das gar nicht erklären. Warum ist der besser? Weil ich die ganze Systematik da noch gar nicht beherrsche. Das heißt, ich muss ja erstmal etwas lernen und den Erfolg selbst erreichen. Ja? Und dann kann ich vielleicht irgendwann mal überlegen, ob ich mich mal messe mit anderen und ob ich mich dadurch noch ein bisschen mehr motiviere, noch mehr zu lernen. Ja? Also, dann wird dieser Wettkampfgedanke, der ja kein richtiger Wettkampfgedanke ist, weil Kinder natürlich völlig unterschiedlich lernen und weil jedes Kind irgendwie natürlich auch eine andere Geschwindigkeit hat beim Lernen, was nicht heißt, dass es dümmer wäre als ein anderes Kind oder unfähiger, sondern dass es einfach mehr Zeit braucht. Das ist auch neurologisch zu erklären, weil es gibt einfach nur mal unterschiedliche physiologische Voraussetzungen, was das angeht. Und das hat nichts damit zu tun, ob ein Kind mehr befähigt ist oder weniger befähigt ist, zum Beispiel Mathematik zu lernen, ja, oder zu verstehen. So, und dadurch, dass man diese Dinge öffentlich dann
aushängt zum Beispiel, fangen die Kinder natürlich schon an, sich zu messen. Ja, der hat schon das, der hat schon das. Und die Eltern unterstützen das zu Hause auch noch. Sag mal, was hat denn der Frank da geschrieben für eine Note? Oder was hat denn der, wie viel hat denn der schon geschafft oder die? Und da musst du aber noch ein bisschen mehr arbeiten, dann wird dann gleich wieder dieser Druck gemacht. Das ist eine zerstörerische Systematik, die da angewendet wird. Ja? Und ich weiß nicht und ich verstehe nicht, warum man das immer noch tut, warum man immer noch glaubt, das würde funktionieren, wo man doch sieht, dass die Konsequenzen ganz andere sind. Nämlich, dass Kinder gegeneinander ausgespielt werden, dass Kinder sich spalten, dass Klassengemeinschaften sich spalten, dass Kinder gehänselt oder gemobbt werden, weil sie irgendwo langsamer sind als andere, weil die gelernt haben, oh, das ist gut, das wird belohnt, ja, das wird von oben, von den Autoritäten belohnt, wenn ich das schnell fertig mache, wenn ich das gut kann. Gutes Beispiel, Ecken rechnen, ist auch so eine Sache, ja, ist völlig, ich benutze dieses Wort idiotisch nicht, um das jetzt, um jetzt die Leute, die das anwenden, als Idioten zu bezeichnen, sondern aber diese Grundlage, das System, was dahinter steht, ist völlig widersinnig. Das bringt überhaupt nichts. Ja? Es macht überhaupt keinen Sinn, eine Aufgabe möglichst schnell zu lösen. Ja? Ganz im Gegenteil, je komplexer die Aufgaben werden, desto mehr Fehler mache ich, wenn ich versuche, sie möglichst schnell zu lösen. Wir haben heute Computer, wir können mathematische Aufgaben millionenmal schneller lösen als jeder Mensch. Es bringt überhaupt nichts. Ja? Es macht keinen Sinn. Dadurch verstehe ich Mathe nicht besser. Das Einzige, was Eckenrechnen beispielsweise, zum Beispiel als Beispiel hier fördert, ist dieser Wettkampfgedanke, dieses Competition. Ja? Du musst der Beste sein, du musst der Schnellste sein und du musst der Stärkste sein. Ja? Was natürlich innerhalb unserer Systematik hier scheinbar funktioniert. Obwohl es nicht so ist, dass in unserer Arbeitswelt oder beispielsweise in der Wirtschaftswelt der Stärkste und der Beste vorankommt. Ja, da kommt der mit den besten Beziehungen voran, der das meiste geerbt hat, der kommt heute noch voran. Das, dieser Leistungsgedanke, ne, das wird ja immer mehr Menschen klar, dass das ein trügerischer Gedanke ist, eine trügerische Ideologie, die überhaupt so nicht funktioniert. Und diejenigen, die am meisten haben, die am meisten erfolgreich sind, das sind eigentlich die, die am wenigsten leisten, die am wenigsten produktiv leisten, auch für die Gemeinschaft und für die Gesellschaft. Ja. Arbeitsplätze ist ja immer das Argument, ne? Arbeitsplätze. Wir können uns ja mal angucken, was wir heute für Arbeitsplätze haben, ne? Was für Arbeitsplätze das sind und wie sich die Menschen abrackern, abschuften und trotzdem nicht über die Runden kommen, während einige wenige sich alles. Das sind ja alles bekannte Strukturen und wir wissen das alles. Ja? Wir haben ja heute die Möglichkeit, wir haben den Zugriff auf die Informationen, wir können uns das alles klar machen, aber wir machen es nicht. Ja? Und wir setzen es vor allen Dingen auch da nicht um, wo es um unsere Zukunft geht, nämlich um die Kinder, wo es am wichtigsten wäre. Ja? Wir reden immer und tun so, als wären wir eine Gesellschaft, die Kinder so gut schützt und wo Kinder so einen guten Schutz genießen. Und Schule, das wäre etwas, das eine gute Errungenschaft, ja, sonst würden die ja alle, keine Ahnung, sonst würden die alle verlottern, dann hätten wir eine Gesellschaft von Analphabeten und Deppen. Ob das jetzt heute so anders ist, weiß ich gar nicht. Ne? Ob die Schule uns da irgendwie eine großartige Veränderung gebracht hat. Im Gegenteil, meiner Ansicht nach, denn die Menschen sind we wesentlich verantwortungsloser. Sie haben keine Eigenverantwortung mehr. Sie bemühen sich weniger, sich selbstständig zu bilden, sich eigenständige Meinungen zu bilden, sondern sie folgen immer gerne einem Mainstream, einer Autorität. Das ist das, was wir in der Schule lernen, das, was alle machen. So wie alle arbeiten, so muss ich auch arbeiten. Ich muss genauso schreiben wie die anderen. Ich muss genauso schnell lesen. Ich muss genauso schnell rechnen. Ich muss genauso, ja, ich muss genauso gut Zensuren schreiben und so weiter. In allen Bereichen. Dann bin ich gut und dann komme ich voran und so weiter. Das ist ja völlig, geht eigentlich total gegen diesen freiheitlichen, ja, Gesellschaftsgrundsatz, den wir eigentlich glauben, hier zu haben und zu leben. Ja, und das, was ja überhaupt nicht so ist. Naja, jedenfalls, diese ganzen Strukturen, die da immer wieder angewandt werden, und wenn ich das sehe bei meinem Sohn, was sie da auch anrichten könnten, wenn wir ihm nicht einen starken Rückhalt in unserer Familie bieten würden und ihm diese Grundlage bieten und ihn auch entsprechend gegenüber dieser schulischen Systematik einstellen würden. Das ist schon verheerend, ja, was da gemacht wird mit den Kindern. Und das lässt mir auch keine Ruhe. Das ist aber, diese Institution ist aber auch so verhärtet, dass ihr das auch schon völlig gleichgültig ist. Das heißt, wenn man irgendwelche Kritikpunkte zu äußern wünscht gegenüber der Institution, dann steht man einer Institution gegenüber, eben keiner Person, die irgendeine Handlungsbefugnis hätte oder irgendeine
irgendeiner Entscheidungsbefugnis. Das heißt, diese Person kann das einfach nur zur Kenntnis nehmen und kann das der Institution überlassen. Und die Institution blockt das einfach ab, das wird einfach ignoriert. Das heißt, man hat gar keine Handhabe, auch als Eltern nicht. Man kann keine Kritik äußern, man kann nicht wirklich mitarbeiten, man kann nicht wirklich gemeinschaftlich das System verändern oder weiterentwickeln. Es ist ein festes, festgefahrenes, totes System seit Jahrzehnten. Und da müssen wir unsere Kinder reinschicken. Ja, wir müssen das, auch wenn wir selbst, was diese Systematiken und Prinzipien angeht, schon viel weiter sind. Ja, und das unseren Kindern eigentlich gar nicht antun wollen. Und das ist wirklich problematisch. Ja, da muss man mit kämpfen, hat man mit zu kämpfen, vor allen Dingen als Elternteil. Man wird ja als Elternteil auch nicht wirklich ernst genommen von der Institution. Der Institution ist man ja scheißegal. Ja, die Institution kümmert sich da gar nicht drum. Wir stehen hier, wir stehen fest, wir sind gesetzlich verankert. Du kannst sowieso nichts machen. Das heißt, du kannst natürlich lamentieren, du kannst natürlich Briefe schreiben und Beschwerden oder was auch immer. Du kannst auch versuchen, ins Gespräch zu gehen mit den Lehrern und mit den Direktoren oder Direktorinnen. Aber es bringt halt nichts, ne? So, das ist so diese joviale Art. Naja, ja, schön, ja, aber das ist halt so, ne? Und das ist schon hart. Heute Morgen zum Beispiel bin ich zum allerersten Mal in diesem einen Jahr mit meinem Sohn 2 Minuten zu spät vor der Tür gestanden von der Schule. Ja, war 2 Minuten zu spät, ihn reinzubringen. Was ist? Er geht vor die Tür, will die Tür aufmachen, die Tür ist abgeschlossen. So, 2, 3 andere Kinder kamen noch, die waren auch 2 Minuten zu spät. Die Tür ist dann zu. So, dann stehen die Kinder erstmal da, oh Mist, ich bin zu spät. Ja, das ist doch, man muss sich ja mal klar machen, was das in einem Kind auch verursacht. Ja, das sind 6-, 7-jährige Kinder, also bitte. Ja, oh, und ich bin zu spät. Und dann kommt von innen jemand, der muss die Tür aufmachen. Ja? Und, oh, und dann kommt rein. Und die wissen schon, oh, ich bin zu spät. Ach, oh, furchtbar. So. Ich als Elternteil stehe ja genauso blöd da. Ja? 2 Minuten später, es waren wirklich exakt 2 Minuten 45, muss er da sein. Und 47 stand ich vor der Tür mit ihm. So. Da ist die Tür abgeschlossen. Auf der anderen Seite, wenn ich als Elternteil um 11.45 Uhr meinen Sohn abholen will von der Schule, stehe ich bisweilen 5 Minuten da, bis der rauskommt. Wenn ich jetzt konsequent wäre, könnte ich ja auch sagen, ich gehe um 11.45 Uhr stehe ich hier, wenn mein Sohn dann nicht rauskommt, bin ich um 11.46 Uhr, spätestens um 11.47 Uhr wieder in meinem Auto und fahre nach Hause. Dann ist er wieder in eurer Verantwortung. So. Das wäre so dieser konsequente Umgang. Ja? Aber da wird hier schon knallhart gezeigt, wer hier das Sagen hat sozusagen, ne? Und nach wem man sich hier zu richten hat. So. Das ist natürlich kein Umgang, wo man wirklich auf Augenhöhe einen vernünftigen Diskurs führen kann über bestimmte Problematiken. Ne? Naja. Also die Schule, so wie wir sie hier haben, gerade die Grundschule, gerade für die ganz Kleinen. Ich sage ja, ne, später raus, wenn man wirklich Interesse entwickelt, ja, am Lernen, an bestimmten Bereichen, und sich da systemimmanent weiterbilden möchte, ja, dann ist Schule was Wunderbares. Ja, dann kann man sich wunderbar unterrichten lassen von erfahrenen Leuten, die die Theorie haben, vielleicht sogar die Praxis. Aber was hier, und auch nach diesen Methoden von mir aus, ja, wie ich eben schon gesagt habe, wenn man einen bestimmten Wissensstand, ein bestimmtes Level schon erreicht hat, dann ist der Wettkampf untereinander, ne, Wettkampf oder diese Competition eben, kann das durchaus förderlich sein. Ja, die kann einen anspornen. Da kann man sehen, oh, was kann ich erreichen? Ich kann da und da hinkommen. Guck, der ist schon da und der hat das schon so drauf. Das will ich auch und ich will noch mehr wissen. Aber in der Grundschule, wie gesagt, den Kindern das Lernen so zu vermiesen, und das wird gemacht in der Schule, das Lernen wird den Kindern wirklich versaut. Das ist mir unbegreiflich, wie wir das in unserer Gesellschaft heute noch dulden können. Ne? Da regen wir uns lieber über Scheinasylantenprobleme auf und was weiß ich was. Und versuchen da unseren Frust rauszulassen, regen uns über die Politiker auf und was auch immer, aber dass wir als Eltern auch mal irgendwie wirklich uns das bewusst machen und nicht immer sagen, ja, das war bei uns auch so, hat uns ja auch nicht geschadet. Klar hat es uns geschadet, ja. Sonst hätten wir heute diese ganzen Problematiken nicht. Natürlich hat es uns geschadet, ja. Wo ist denn der wirklich mündige, reife Erwachsene, der auch in der Lage ist, eigenständig Probleme zu lösen, ohne sich ständig an anderen zu orientieren? Wo sind denn die mündigen, reifen Erwachsenen, die eigenverantwortlich, also auch Verantwortung übernehmen, ja? Die Verantwortung nicht immer versuchen, auf andere abzuwälzen, ja? Das sind die wenigsten. Das ist eine Tatsache. Das wird jeder feststellen können, der in seinem Alltagsleben sich mal umschaut.
Das ist äußerst selten. Und das ist der Grund, einer der Gründe dafür ist eben dieses Schulsystem. Ja? Und nur weil das schon immer so war und weil es uns ja angeblich nicht geschadet hat, ja, ist das doch kein Grund zu sagen, ja, wir wollen aber unseren Kindern auch nicht mehr ermöglichen. Wir wollen ihnen keine Entwicklung bieten. Wir wollen, dass sie genau das durchmachen und weiter so machen, wie wir es getan haben. Auf der anderen Seite jammern wir über all die gesellschaftlichen, sozialen, wirtschaftlichen Probleme, die wir heute haben. Ja? Das ist alles, macht alles keinen Sinn. Naja, gut, habe ich mich mal wieder ein bisschen aufgeregt, aber ich muss es einfach rauslassen. Ja? Man muss einfach auch mal sich das von der Seele reden. Ne? Und da ich das durchaus vertreten kann, was ich hier sage, dass ich durchaus, da ich durchaus zu einem Diskurs darüber auch bereit bin, dass ich, weil ich möchte, dass sowas mehr diskutiert wird und nicht einfach so immer wieder einschläft und die Strukturen so bleiben, veröffentliche ich das halt auch. Ne? So, das soll es mal wieder gewesen sein. Danke fürs Zuhören. So, nochmal eine Sache wollte ich nochmal hinterher schieben, weil es kommt ja immer dieses Argument, Kinder müssen in die Schule, ne, weil das ist gut für die Kinder. Das mag ja auch sein, für viele Kinder ist das vielleicht auch gut, aber es ist nicht absolut notwendig. Wenn ein Kind die entsprechende familiäre Unterstützung hat und den entsprechenden familiären Rückhalt, wenn, das heißt, wenn die Familie auch tatsächlich da sein kann für das Kind und auch den Bildungsstand hat, das Kind entsprechend zu schulen, dann ist das absolut überhaupt nicht notwendig, ein Kind in die Schule zu schicken. Das heißt, das ist keine Errungenschaft, keine gesellschaftliche. Und wenn ich von einer gesellschaftlichen Errungenschaft spreche, dass Kinder in die Schule gehen können, weil die Eltern nicht in der Lage sind, ihrem Kind die notwendige Bildung zu verschaffen, dann muss ich mich doch fragen, warum sind denn so viele Eltern nicht in der Lage, ihrem Kind die notwendige Bildung zu verschaffen? Warum sind so viele Eltern gar nicht in der Lage, die notwendige Zeit aufzubringen, ihr Kind vor allen Dingen in den ersten Jahren entsprechend zu betreuen und mit ihnen zusammen zu sein, ja? Die Entwicklung mit zu fördern. Ja? Das ist ein gesellschaftliches Problem. Da muss man ansetzen. Ja? Warum die Familien das nicht mehr stemmen können? Warum Familien nur noch überhaupt noch existieren können, wenn beide Vollzeit arbeiten und gar keine Zeit eigentlich im Grunde haben für ein Kind? Das sind die Probleme. Und vor kurzem habe ich einen Bericht gesehen oder eine Talkshow gesehen. Und da ging es um das Kind. Ich kann mich an die Diskussion erinnern vor vielen Jahren über die deutsche Familie, die ihr Kind nicht in die Schule schicken wollte, beziehungsweise das Kind wollte nicht in die Schule und es hat, kam damit auch nicht zurecht mit dieser ganzen Systematik. Und die Eltern haben gesagt, okay, dann musst du nicht in die Schule gehen. Und die haben Riesenprobleme gekriegt. Es gab einen riesen Medienaufschrei und oh, diese Fanatiker und wie können sie das machen, das arme Kind, das wird ganz übel ausgehen. Und die sind sogar ins Ausland gegangen, haben es letztendlich halt geschafft, auch ihr Kind um diese Pflichtschule drumherum zu bringen. Ja? Und ich weiß noch ganz genau, alle waren überzeugt, dass dieser Junge, der wird blöd, der wird asozial, der wird drogensüchtig, was weiß ich was. Und der saß jetzt neulich in der Talkshow, das fand ich klasse. Ein gebildeter, eloquenter junger Mann, der völlig sein Mann steht, für sich selber gerade steht, der sich offensichtlich eigenständig weitergebildet hat und weiter als viele andere in seinem Alter, würde ich mal sagen, der voll hinter seinen Eltern auch steht, der dafür gerade steht, der zwar aus eigenen freien Stücken in einem gewissen Alter seinen Realschulabschluss, glaube ich, und sein Abitur nachgeholt hat, beides mit Top-Noten, weil er studieren gehen möchte. Und das ist der Punkt. Wenn ich das möchte, wenn ich mich mit einem ausgereiften Bewusstsein dafür entscheide, etwas lernen zu wollen, dann kann ich das tun. Dann kann ich das auch machen. Dann kann ich auch diese Bildungsinstitutionen wirklich nutzen. Ja, dann bringen sie mir auch wirklich was. Das nur mal so als Beispiel nochmal am Rande. Ja.